Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal den zweiten Teil Brookhaven Hacks, Glitches und Tricks, die es alle in Brookhaven gibt. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt und ihr mehr solcher Teile sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, das ist ganz wichtig. Und ja, ich hätte gesagt, wir fangen sofort an nach dem Intro. So Leute, für den ersten Trick müsst ihr euch auf jeden Fall ganz klein machen. Und dieser Trick heißt auch fliegen. Oder ja, eher gesagt, man kann durch diesen Trick fliegen. Ihr müsst auf jeden Fall hier zu diesem Springbrunnen gehen. Dann müsst ihr einfach die Vorwärtstaste drücken und müsst einfach dagegen laufen. Ihr habt es gerade schon gesehen. Und auf einmal schwebt ihr oder ihr wackelt irgendwie so komisch rum. Auf jeden Fall, ich gehe kurz wieder raus aus dieser Position. Und ich kann euch das Ganze mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ihr hier so seid, ihr seht, ich weiß nicht, ob man das sieht, man kann es leicht erkennen, auf einmal ist dieser Himmel jetzt weg. Das heißt nämlich, also hier hat nämlich dieser Ersteller von dieser Map nicht so sauber gearbeitet und deswegen geht hier dieser Effekt von dem Wasser raus und dadurch denkt dieses Spiel jetzt, dass man hier in dieser ganzen Map schwimmen kann. Also wie als wäre hier überall Wasser. Man sieht es halt hier am besten, dass wenn man hier so die Cam hat, so sieht man es glaube ich am besten. Jetzt sieht hier alles so wie überschwemmt aus, ja, und dann wird im Spiel halt einfach vorgegaukelt, dass hier überall Wasser ist und deswegen so kann man halt fliegen. Und das Ganze sieht halt, wenn man es richtig macht, so aus. Und dann kann man hier einfach schön durch die Gegend fliegen, Leute. Und ja, das ist auf jeden Fall der erste Trick oder ja, Hack, wie man das Ganze auch bezeichnen will. Ist auf jeden Fall ganz cool. Das nächste ist auf jeden Fall kein Hack und auch kein Glitch, sondern eher gesagt ein Secret. Hier Leute, viele kennen ja von euch dieses Elektronikhaus. Elektronikhaus, Leute, ist das überhaupt die richtige Bezeichnung dazu? Elektrohaus, ach Leute, wenn ihr wisst, wie das Ganze heißt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Hier wird auf jeden Fall der Strom generiert oder übertragen, eher gesagt. Also von diesen Solarplatten zu der Stadt von Brookhaven. Und ja, viele fragen sich ja, wie man hier reinkommt. Also hier kommt man nicht rein. Man sieht es, man braucht dazu hier diese Karte. Und wo man die Karte herbekommt, das zeige ich euch jetzt, weil ein paar von euch das noch nicht kennen. Ihr bekommt nämlich diese Karte hier bei dieser Polizeistation. Und zwar, Leute, ihr müsst hier hoch, dann macht ihr euch einfach kurz klein oder wie ihr hier halt am besten hochkommt. Das ist euch selber überlassen. Ihr müsst auf jeden Fall hier hochkommen, dass ihr in diesem Lüftungsschacht seid. Und jetzt müsst ihr euch einfach hier an diese Wand drücken und müsst diesen richtigen Moment abpassen. Und irgendwann kommt man hier rein. Zack, hier ist so ein Gang. Dann sieht man hier auf jeden Fall, dass hier so ein Raum ist und ja, hier liegt auf jeden Fall irgend so ein Rohr oder irgend so eine Brechstange, würde ich eher sagen. Da oben ist noch so ein Bild, wahrscheinlich von irgend so einem Polizisten oder so oder eher so einem Agent, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müsst ihr hinter diesem Schrank und hier ist auf jeden Fall die Karte auch und die nehmt ihr einfach, zack, jetzt habt ihr die, jetzt wird die auch unten angezeigt, dann nehmt ihr einfach diese Karte und geht wieder durch diesen Ausgang hier raus und wieder zu eurem Häuschen. Angekommen am Elektrohäuschen könnt ihr hier einfach die Karte verwenden und einfach durch diese Türe durchgehen. Dann könnt ihr hier einfach auf dieses blaue Feld hier drücken. Dann müsst ihr euren Benutzernamen eingeben. Das ist das Passwort, weil mich auch schon manche gefragt haben. Bei mir ist es einfach ActionWolf-YT. So, dann ist auf jeden Fall das Ganze richtig eingegeben. Und dann könnt ihr auch diesen Hebel hier umlegen. Zack. Und wenn ihr diesen Hebel umgelegt habt, dann wird auf jeden Fall die Stadt mit Strom versorgt. Das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ich brauche wieder die Karte, um rauszukommen. Perfekt. Und dann kann ich euch das Ganze auch einfach zeigen. Wir sehen ja, dass hier zum Beispiel auch ein Rohr oder so eine Art Leitung in die Stadt geht. Also hier geht ja die Leitung von den Solarplatten in das Häuschen und dann hier von den Häuschen zu der Stadt. Obwohl man das Ganze auf jeden Fall sehen kann, dass das Ganze auch funktioniert. Das zeige ich euch jetzt. Das geht nämlich einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der Polizeistation seid, dann kann man das zum Beispiel auch ganz gut sehen. Da ist nämlich unter dem Tisch so eine Lampe. Und zwar zum Beispiel, wenn man hier in diesem Raum ist, dann ist hier unter diesem Tisch, nur mal schauen, wo man das am besten sieht, hier sieht man es kurz, unter diesem Tisch hier ist auf jeden Fall da hinten so eine Lampe. Diese Lampe ist auf jeden Fall nur da, wenn man dieses Ding aktiviert hat. Und die Lampe ist hier auf jeden Fall auch überall auf dieser Map verteilt, also diese Lampe gibt es nicht nur bei der Polizei, sondern die gibt es überall hier irgendwo verteilt in manchen Läden. Ich weiß zwar nicht, was das Ganze zu bedeuten hat, aber hoffentlich finden wir das Ganze bald heraus, Leute.
Als nächstes Secret haben wir eins, was sich hier im Autoshop befindet. Und zwar gibt es hier ein Geheimversteck. Ein paar von euch kennen das auf jeden Fall schon. Ihr müsst auf jeden Fall hier reingehen. Dann geht ihr hier ins Lager, wo die hier einfach ihre Sachen gelagert haben. Und dann müsst ihr einfach auf diesen Wischmob drücken. Und dann öffnet sich hier eine Türe, Leute. Dann müsst ihr hier reingehen und geht dann einfach hier runter. Und zack, Leute, ihr seid hier in der geheimen Base von den Bösewichten. Hier liegen auch überall Waffen rum. Ist auf jeden Fall ganz krass. Und ihr habt hier die ganzen Überwachungskameras. Man kann sich auch hier hinsetzen und kann was am PC schreiben. Das nächste Versteck befindet sich hier in diesem Haus. Das ist ein unterirdisches Haus. Und ja, ihr müsst hier auf jeden Fall reingehen. Und dann seid ihr hier unten in eurem Haus. Und dann müsst ihr einfach hinter den Fernseher gehen. Müsst einfach diesen Knopf hier drücken. Dann öffnet sich hier eine Luke. Ihr könnt hier unten rein. Und hier habt ihr dann auf jeden Fall so ein kleines Versteck. Hier liegt lauter Geld, lauter Waffen, Explosionszeug und hier sogar Goldbarren. Also man hat wirklich hier alles. Und wenn man wieder rausgehen möchte, geht man hier einfach wieder raus, drückt den Knopf und dann kann man hier wieder rausgehen. Und ja, finde ich, ist auf jeden Fall ein gutes Versteck, falls man Verstecken spielen sollte oder wenn man sich halt vor jemanden verstecken will, wenn man jetzt zum Beispiel die Bank ausgeraubt hat. Und das letzte Secret, Leute, ist auf jeden Fall ein ganz cooles. Und zwar, viele von euch kennen ja hier dieses Restaurant Brooks Dinner. Und wenn man hier auf jeden Fall reingeht und hier als Mitarbeiter arbeitet, dann gibt es ja hier dieses Fenster an alle, denen es noch nicht aufgefallen ist. Hier kann die Leute ja über diesen Drive-In bestellen. Und das finde ich auf jeden Fall richtig cool gemacht. Weil wenn ihr jetzt nach draußen geht und stellt euch jetzt zum Beispiel vor, dass ich jetzt derjenige bin, der hier über den Drive-In was bestellt, dann drücke ich hier auf diese Freisprechanlage und dann kann ich im Prinzip so mich mit demjenigen da drin unterhalten. Und das Geile ist auf jeden Fall, dass man wirklich wie in einem echten Drive-In ein Bild von jemandem hat. Also ich kann genau sehen, wie derjenige aussieht, bevor er hier zum Schalter hinfährt und kann mir genau anschauen, was derjenige bestellen möchte und so weiter und so fort. Ich finde das Ganze auf jeden Fall richtig cool gemacht und ja, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Secret. Ich hätte gesagt, das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Falls ihr das Ganze noch nicht getan habt, liken auf jeden Fall auch nicht vergessen. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Kommt drauf an, wann ihr das Video hier seht. Ciao.